Here I am, know it's been a while. I was in denial about my love. Here I stand. Von einem ganz besonderen Flughafen starten wir heute zu einem neuen Vlog und Trip Report. Genauer gesagt einem Flight Report, denn heute fliegen wir mit British Airways in einer Embraer 190 vom Londoner City Flughafen bis nach Frankfurt. Wir starten hier an meinem Hotel, der Sunborn Yacht, das habt ihr im letzten Video gesehen. Von dort aus kann man zu Fuß zum Flughafen gehen. Und ja, dort fing es erstmal ein wenig unschön an, denn der Flughafen ist sehr, sehr klein. Und deshalb kann man auch erst eine gewisse Zeit vor Abflug sein Gepäck aufgeben und demzufolge erst dann durch die Sicherheitskontrolle gehen. Das heißt, ich musste in dem kleinen Vorraum ziemlich lange warten und da gibt es wirklich gar nichts. Da gibt es nur zwei kleine Cafés und die sind dran voll. Mehr ist da nicht. Also kommt nicht zu früh zum Flughafen. Sicherheitskontrolle ging dann, wie es sich für einen kleinen Flughafen gehört, sehr, sehr schnell und unproblematisch. Und dann kommt man hier in den Flughafenbereich. Da gibt es vorne ganz normal Duty-Free und ein paar gastronomische Angebote. Und wenn man dann ein bisschen weiterläuft, dann findet man auch in jedem Fall einen Sitzplatz. WLAN wird kostenfrei angeboten. Und die Sitzplätze sind auch sehr schön. Es gibt Steckdosen und man kann auch Getränke in Getränkehaltern abstellen. Also die Zeit am Flughafen kann man sich, wenn man dann durch die Sicherheitskontrolle durch ist, auch sehr angenehm gestalten. Man hat dabei auch die ganze Zeit einen tollen Blick auf das Vorfeld. Das könnt ihr hier jetzt die ganze Zeit sehen, wie zum Beispiel hier mit Aer Lingus. Flughafen London City kann ja nur von kleinen Flugzeugen angeflogen werden aufgrund der kurzen Start- und Landebahn. Zum Beispiel hier ein Airbus A220, der Swiss. Eine Fokker 50 gibt es hier noch von Air Antwerp. Das ist die einzige Verbindung von Air Antwerp. Die fliegen von Antwerpen nach London City mit einer Fokker 50. Auch eine sehr interessante Verbindung. Ich hoffe, diese kleine Airline gibt es noch. Wenn das Video veröffentlicht wird, dann würde ich auf jeden Fall auch gerne mal damit fliegen. Und hier seht ihr meine Embraer E190 und auch mein Koffer, habe ich schon gesehen, ist mit dabei. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Gates and tokens match the board. May be boarded by both front and rear doors. Customers seated rows 1 through to 11. May use the front steps. And customers seated rows 12 and beyond. I advise to board in the rear stairs. You may cross the busy open boarding for your safety electronic devices, including mobile phones. May not be used to the terminal building any aircraft. Ja, gehen wir mal an Bord der Maschine. Ihr seht hier Sitzabstand, sehr angenehm. Also ich bin über 1,90, habe noch gut Platz. Das ist auf jeden Fall schon mal nicht schlecht. Die Sitze sind bequem, typische Sitze von der Embraer, so wie man die auch bei anderen Airlines kennt. Und dann ging es auch schon in Richtung Startbahn. Und jetzt gleich beim Start achtet mal drauf, wie steil wir starten, denn hier in London City gibt es aufgrund der umliegenden Wohngebäude besonders strenge Richtlinien. Man muss besonders steil starten. Und so hat man dann bereits nach sehr kurzer Zeit eine ordentliche Höhe erreicht, wenn man über die Themse fliegt und hat dabei auch einen besonders tollen Blick auf London. Wenn man dann natürlich noch in Richtung Westen startet, ist der Blick natürlich nochmal besser. Aber auch so ist der Start hier sehr interessant. Wir fliegen dann erstmal noch über Großbritannien in Richtung Nordsee und wir nutzen die Zeit einmal kurz, ein paar Infos über eine Maschine anzuschauen. Das ist eine Embraer 190, habe ich schon gesagt, der Canon G.
LCYT, ist keine 6 Jahre alt, natürlich in Brasilien gebaut, wie alle Embraer, und wurde auch direkt für British Airways City Flyer in Dienst gestellt, hatte also vorher noch keine andere Airline. Also ein relativ neues Flugzeug, dementsprechend auch natürlich sehr angenehm, komfortabel und ruhig. Ja, und dann ging es schon durch die Wolken durch und wir haben langsam unsere Reiseflughöhe über den Wolken zum Glück erreicht, sodass man den schönen blauen Himmel, die schöne Sonne genießen konnte, während es unten vielleicht nicht ganz so schön war. Und jetzt schauen wir mal an, was gibt es hier noch? Natürlich einen ausklappbaren Tisch. Ein Magazin gibt es natürlich auch mit einer großen roten Karte. Natürlich nicht nur von BA City Flyer, sondern generell von British Airways. Da seht ihr, die haben schon ein ordentliches Streckennetz. Ist jetzt auch mein erster Flug mit British Airways, denn British Airways gehört zur Allianz Oneworld. Und da ich in diesem Vielfliegerprogramm nicht dabei bin, fliege ich tendenziell eher mit KLM zum Beispiel. Dort bin ich Mitglied. Ich habe auch eine Miles & More Karte. Aber fliege tendenziell eher mit KLM. Das war jetzt mein erster Flug mit British Airways. Hier seht ihr, Service an Bord besteht aus einem kleinen Snack. In meinem Fall eine Tüte Chips zum Beispiel. Und einem Getränk. In meinem Fall wie immer ein schwarzer Kaffee. Meine Damen und Herren, guten Abend. Ladies and Gentlemen, here down on the moon from the flight deck. This is your first officer Dominic with a quick update on our progress towards Frankfurt. Time for landing is shortly after 5 p.m. local time. Ladies and gentlemen, as we're experiencing turbulence and the captain has switched on the fasten seatbelt signs, can we ask you now to please return to your seats, fasten your seatbelt securely, and the toilets will be out of use from this time. Natürlich gibt es bei anderen Airlines ein bisschen mehr, zum Beispiel eben KLM, da gibt es immer noch ein kleines Sandwich oder ein Stück Kuchen, aber Chips finde ich auch sehr angenehm und Hauptsache das Getränk ist kostenlos. Dann waren wir auch schon, nachdem wir wieder durch die Wolken geflogen sind, Deutschland, hier seht ihr Pfalzgrafenstein, die Burg auf einer Insel im Mittelrheintal und dann fliegen wir erstmal an Frankfurt vorbei. Ihr seht hier schon hier im Hintergrund den Frankfurter Flughafen. Wir fliegen also aus Richtung Osten an, deswegen fliegen wir jetzt nördlich von Frankfurt erstmal am Flughafen vorbei und drehen dann auf Höhe von Hanau eine große Runde, um uns dann in Richtung Landebahn auszurichten. Da habe ich schon mal hier einen Blick auf Frankfurt von oben und dann hier leiten wir eben einmal die 180-Grad-Wende ein, um dann Kurs auf unsere Landebahn zu nehmen. Dabei wurde es dann schon langsam Sonnenuntergang und so konnte man dann vor der Landung noch diese schöne Abendstimmung genießen. Hier seht ihr den Fliegerhorst Langendiebach bei Hanau. Das war früher mal ein Gelände der US Army, ein US Army Airfield eben der Stadt Hanau. Und 2007 sind die US-Streitkräfte dann dort abgezogen. Seitdem wird das Gelände nicht mehr als Flugplatz genutzt. Der Vorteil für mich beim Anflug aus Richtung Osten war, dass ich auf meinem Sitzplatz hier auf der rechten Seite des Flugzeuges dann einen besonders tollen Blick hatte beim Landeanflug. Zunächst geht es hier über Offenbach. Da war hier auch ein Viking-Flusskreuzfahrtschiff unterwegs. Und dann ging es langsam schon in Richtung Frankfurt. Und das ist mal besonders schön, wenn man von Osten landet und auf der rechten Seite sitzt. Dann hat man wirklich einen tollen Blick auf die Skyline von Frankfurt, so wie jetzt hier in dem Fall natürlich auch. Vorbei ging es dann noch an der Commerzbank Arena
Und dann haben wir auch schon den Flughafen Frankfurt erreicht und pünktlich zur Landung angesetzt. Kurz bevor man landet, fliegt man dann noch über die A5, die Autobahn. Wir hatten dann eine Vorfeldposition und sind mit dem Bus zum Terminal gefahren. Das ist bei den kleinen Maschinen in Frankfurt üblich. Terminal 2. British Airways ja eben One World, nicht Star Alliance, deswegen Terminal 2. Terminal 1 haben eigentlich nur die Airlines der Star Alliance. Terminal 2 ist aber in dem Sinne ein Vorteil, ist ein bisschen ruhiger, das heißt, dort funktioniert auch alles, wie zum Beispiel die Ausreise und Einreise sehr, sehr schnell. Das ist hier sehr angenehm. Auch das Gepäck habe ich schnell bekommen, wunderbar. Und dann ging es mit der Skyline zunächst zum Terminal 1. Dort in die DB-Lounge, kurze Wartezeit überbrücken. Und dann ging es für mich noch mit einem modernisierten ICE 3 in Richtung Heimat. Ihr seht hier die Sitze, das sind die gleichen wie im ICE 4. Wenn ihr euch für Züge interessiert, insbesondere wenn ihr vielleicht mehr wissen wollt über den modernisierten ICE 3, dann schaut einfach beim nächsten Video rein, denn da wird es dann im Detail um den modernisierten ICE 3 gehen. Was wir jetzt hier noch schön sehen können, ist die Skyline von Frankfurt aus einer anderen Perspektive, nämlich vom Boden aus, vom Zug aus, bei der Einfahrt in den Frankfurter Hauptbahnhof. Dann ging es noch ein Stück weiter für mich nach Hause, dazu aber kein weiteres Video mehr. Aber es wird jetzt in den nächsten Videos auch wieder um die Bahn gehen. Hier seht ihr, wann das nächste Video kommt, von wem die Musik stammt von diesem Video. Und ich sage danke fürs Zuschauen und würde mich natürlich wie immer über Likes, Kommentare, Abos oder auch einen geteilten Link sehr freuen. Wir sehen uns dann hoffentlich ganz bald im nächsten Video wieder. Und für alle Fans von Videos über Flugzeuge und Flüge, auch da wird bald noch einiges mehr kommen.